Ein herzliches Willkommen, liebe Wassermänner und Wasserfrauen. Herzlich willkommen zu deiner Novemberlegung. Ich freue mich, dass du hier bist und ich hoffe, dass du ganz viele wunderbare Botschaften hier empfangen wirst. Und das wünscht dir Apollo übrigens auch, der sich jetzt gerade schon wieder hier mit Zeusi auseinandersetzt, mit meinem kleinen Kater. Und was erwartet dich jetzt gleich? Ich gehe rein mit dem schamanischen Traumorakel, ziehe dir eine Botschaft der Liebe. Das heißt, es hat nicht immer was mit einer Partnerschaft zu tun, sondern es ist einfach eine Botschaft von Herz zu Herz. Dann geht es rein mit den Tarotkarten. Hier habe ich das Heaven and Earth, also Himmel und Erde Tarot. Und dann geht es noch mit den Moonology-Karten rein. Und ich werde immer klären mit den Lenormand-Karten, die hier auf meiner Selenit-Platte liegen und noch schön aufladen. Und im Anschluss an dieses Video, du weißt Bescheid, wenn du mir schon länger folgst, hast du zwei Möglichkeiten, um noch tiefer reinzugucken und noch tiefere Botschaften zu empfangen. Unter anderem werde ich dir dort deinen persönlichen Zauberspruch fliegen lassen und noch weitere Impulse mit Orakelkarten ziehen. Und dann geht's rein mit den Lenormand-Karten. Eine große Tafel, die immer sehr viele Infos für dich hat. Und wie kommst du an dieses Video? Entweder du bist Mitglied oder wirst Mitglied. Zweite Stufe, einfach nur Soulmate. Dann kannst du dir alle Erweiterungen anschauen. Und die zweite Variante, wenn du sagst, nee, alle brauche ich gar nicht, mir reicht hier die eine. Dann kannst du einfach den Link nutzen, der dich nach Elopage leitet. Gegen einen kleinen Energieausgleich kannst du dir dort dein Video erwerben, direkt runterladen. Das empfehle ich dir auch, denn der Link ist nach Buchung immer nur ein paar Tage gültig. Und dann kann ich dir das Video auch nicht im Nachgang nochmal zusenden. Und habe ich noch was vergessen? Die Links findest du tatsächlich alle im Infofeld und in der Infobox, also im Kommentarfeld oder in der Infobox, wenn du unter dem Video auf den Punkt mehr klickst. Genau, und dann lade ich dich natürlich noch ein, noch mit reinzustarten in die Magie der Rauhnächte. Auch dieses Jahr werde ich euch wieder begleiten. Die Loslassnächte fangen Anfang Dezember an und ab da gibt es den ersten Stoff von mir, die ersten Impulse, die ersten Rituale und dann gehen wir natürlich auch in den Rauhnächten in wundervolle Rituale. Ich habe jetzt schon so Bock, ich habe neue Orakelkarten und ihr werdet jeden Tag Impulse bekommen und wir werden gemeinsam zwei Live-Calls haben, wo wir dann im Vorfeld einmal kurz die Loslassnächte reflektieren und uns auf die Rauhnächte vorbereiten. Und dann geht es im Januar in die Endrunde, wo wir dann einmal reflektieren, was war denn los und wie fühlt es sich für dich an? Und da schwingen dann die Energien auch nochmal hoch und du bekommst eine persönliche Kartenbotschaft via Sprachnachricht. So, in diesem Sinne starte ich jetzt rein mit deiner Legung, lieber Wassermann. Und ich starte mit dem schamanischen Traumorakel für dich, für den November. Das heißt, wenn du es noch nicht getan hast, atme tief durch, mach dich bereit für deine Seelenimpulse. Und ich bitte für das Seelenkollektiv der Wassermänner um eine Botschaft von den Schamanen aus dem schamanischen Traumorakel. Da haben wir es. Sterne am Himmel, grenzenlose Möglichkeiten. Die Karte hatte ich tatsächlich jetzt neulich. Ich glaube sogar in der 72-Stunden-Legung, meine ich, es kann aber auch die Fische-Legung gewesen sein. I don't know. Auf jeden Fall hatte ich sie. Sterne am Himmel, grenzenlose Möglichkeiten, absoluter Aufstieg, Klarheit. Du wirst hier durch ein Energieportal vermutlicherweise gehen, um diese Sterne am Himmel wieder zu erkennen, diese grenzenlosen Möglichkeiten, die eventuell bislang etwas im Verborgenen waren. Das heißt, Sternstunden stehen dir hier bevor. Und durch welches Energieportal du als Wassermann durchlaufen wirst, was dir da offen steht, das sage ich dir in der Erweiterung. Und dann geht's, no, no, no. Und dann geht's rein mit dem Moonology-Kartenorakel für die Wassermänner. Auch hier hätte ich gerne einen Impuls. Und wir haben bald geht's hoch her. Vollmond im Widder, es wird feurig. Gleichzeitig aber auch die Erdung. Wir haben hier so die Farbe Rot, die man natürlich direkt ins Auge sticht. Hier haben wir die Farbe Blau im Fokus. Das heißt, hier darfst du wirklich komplett, wirst du durchflutet mit Energien, die dich extrem durchwirbeln, damit du einfach wieder klar sehen kannst. Bald geht's hoch her, du steigst empor. Auch das bekomme ich hier durch. Weltklasse. Ich lege die Karten hier hin
Und es gibt eine Botschaft von Herz zu Herz, von der Liebe im Allgemeinen oder du hast bereits gerade jemanden. Und was haben wir hier? Ein Geheimnis. Alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich bald lüften. Und zwar genau dann, wenn du wieder klar sehen wirst. Wow! Ich freue mich jetzt schon auf die Erweiterungslegung. Und werde das mal eben hier meine Karten, ich hoffe, sie bleiben liegen. Ne? Die sind ja noch ein bisschen in Bewegung, das heißt ein anderer Ort. Okay. Und dann geht's rein mit den Tarotkarten. Ich schaue mir die Impulse der Vergangenheit, der gegenwärtigen Situation und der künftigen Tendenz an. Zack. So, wir starten mit der Vergangenheit. Ohohoho, bald geht's hoch her. Vielleicht bist du gerade mitten in einem Feld, wo du sagst, Halleluja. Hier geht's wirklich hoch her. Hier ist viel los, Stress, Nachrichten, Veränderungen, krasser Umbruch. Vielleicht hast du wirklich eine Phase, in der es dir gerade immens viel Kraft kostet oder du richtig Kraft jetzt wirklich aufbringst und auch bekommst, die Energie, die dir zur Verfügung steht, dass hier irgendetwas in der Vergangenheit oder jetzt gerade auch noch, ich nehme das als sehr präsent wahr, hier einmal richtig das System von dir durchgerüttelt wird. Das heißt, kein Stein steht am Ende auf dem anderen. In dem größten Chaos entsteht ein neues, wundervolles, großes Ganzes. Und hier kannst du einfach mal gucken, was ist es gerade oder was war es, wo es wichtig war, deine Mauern einzureißen, wo kamen aber auch äußere Einflüsse, die dein System komplett durchgeschüttelt haben. Vermutlicherweise hat es etwas damit zu tun, dass du dich hier distanzieren durftest oder sich jemand von dir distanziert hat. Irgendwas war, ist hier auf jeden Fall auf Distanz, was hier liegt, ja. Und vielleicht hat dich das auch sehr durchgerüttelt, emotional mitgenommen, etwas an deiner Lebenskraft vielleicht auch für den Moment gezerrt, weil es sehr kräfteaufreibend war. Aber du hast die Kraft bekommen und du hast sie auch noch weiter zur Verfügung. Und dann gucken wir mal. Ich kläre ja immer mit den Lenormand-Karten für noch weitere Informationen. Hier kann es sein, dass es wirklich um Lebensthemen ging. Ja, dass es so ein bisschen an deinem Glauben auch gerüttelt hat, dir die Hoffnung zum Teil etwas genommen hat. So kommt das hier bei mir an. Und hier kann es sein, dass du viel auch in der Arbeit bist mit dir selber, was Glaubenssätze angeht, was karmische Themen angeht. Irgendeine Belastung liegt hier auch noch aus der Vergangenheit, die dich ordentlich gestresst hat, ja, die sehr überwältigend ist oder eine Nachricht, die sehr überwältigend war, die du gerade noch ein bisschen auf den Schultern getragen hast oder immer noch trägst, bis der Turm vermutlicherweise kam. Denn damit kam die Leichtigkeit. Wenn du sie noch nicht spüren kannst, wird die Leichtigkeit tatsächlich wieder in deine und durch deine Wurzeln fließen. Erdung ist ganz wichtig. Gehe wirklich in den Wald, gehe raus, lauf barfuß, umarme mal einen Baum. Hört sich vielleicht auf den ersten Moment ein bisschen spooky an. Ich sag dir, Bäume sind reine Energietankstellen. Es ist so schön, sich mit Bäumen zu verbinden. Und es ist ein kurzer Moment, eine kurze Phase, wo es wirklich jetzt richtig rubbelt und trubbelt, aber es ist für dein Glück. Dieser Umbruch dient dir. Und dann gucken wir mal auf die 8 Kelche, ob hier auch noch eine ergänzende Info kommen möchte. Ja, das ist der Neuanfang, aber auch wieder die Leichtigkeit. Dass du lernst, auch ein gewisses Loslassen und auch eine Distanz ermöglicht es dir, das Leben ist für dich, wieder die Leichtigkeit zu bekommen, wieder dein Leben zu leben, eine Verbindung zu dir und deinen wahrhaftigen Werten aufzubauen. Und jetzt bin ich mal gespannt auf die Ist-Situation. Was ist denn daraus entstanden? Wo befindest du dich denn gerade? Prinzessin der Kelche. Dann haben wir die 4 Stäbe. Und wir haben den König der Münzen. Und das Ganze wird hier mit der unterliegenden Energie, den 6 Stäben, noch gekrönt. Das
bedeutet, dass du jetzt gerade langsam wieder anfängst, eine Geborgenheit und Harmonie in dir zu fühlen. Dass du jetzt auch wieder Lust hast, irgendwie in die Gemeinschaft zu gehen. Es kann sein, dass du dich hier distanziert hast von einem Erdzeichen Stier, Steinbock, Jungfrau. Oder aber auch, dass du hier etwas, naja, dass du dich hier wirklich von einer Situation, von einem Menschen, von Gedanken, von Glaubenssätzen wirklich distanziert hast und die Entscheidung getroffen hast, mal viele Dinge anders zu tun. Dass das genau dieser Machermodus gerade ist, wo du dir deine eigene Fülle durch harte Arbeit erarbeitet hast. Und jetzt bist du in der Phase, wo sich Stabilität und Sicherheit integrieren, wo du deine Werte wieder lebst, wo du einen Plan hast oder ein Ziel hast, wo du eine Struktur hast. Und das ist jetzt auch etwas, was hier passiert ist, hat eine langfristige Auswirkung, wo du wirklich auf eigenen Beinen absolut safe bist. Emotional gesehen haben wir jetzt gerade das, dass du ganz viel den Fokus hast, wirklich entweder wieder rauszugehen oder ganz viel über die Liebe nachdenkst, romantisch eingestellt bist, Emotionen wirklich deinen Raum gibst und vermutlicherweise auch deine eigenen Emotionen und Gefühle wirklich anerkennst, dass du sie feierst, dass du jede Emotion feierst, auch wenn sicherlich nicht jede Emotion sich in dem Moment immer pralle anfühlt. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Du wirst im Außen vermutlicherweise viele Menschen haben, die dich anerkennen, die dir eine Wertschätzung aussprechen. Und gleichzeitig baust du auch deinen Selbstwert gerade auf. Du wirst wieder optimistischer sein. Du wirst wieder rausgehen. Selbst wenn du gerade sagst, nee, nee, Caro, ich habe da keinen Bock drauf, ich kapsel mich ein, das glaube ich nicht. Die Mehrheit hier wird definitiv wieder rausgehen. Hier geht es auch darum, wieder sich zu verbinden mit dir, mit anderen, auch auf Liebesebene. Hier wird sich alles, deine ganzen Werte in Bezug auf eine Beziehung, eine Verbindung, egal zu wem und zu was, komplett transformieren. Auf die vier Münzen. Ach Quatsch, auf die vier Stäbe. Und hier ist schon etwas in Vorbereitung für dich. Ein großes Event kann hier liegen, ein großer Empfang kann hier liegen, etwas Großartiges, was du hier überraschend erwarten wirst, darfst. Erwarten ist ja nicht immer so meins. Dann stellen wir uns in die Warteschleife, aber hier können wirklich Einladungen kommen, dass du eingeladen wirst. Schau dahin, wo sagst du denn da nee und wo wäre es genau jetzt wichtig, weil wir haben zweimal die Turmenergie. Wo wäre es jetzt wichtig, dass du wirklich die Mauern einreißt, über deinen Schatten springst, die Komfortzone erweiterst und Einladungen von Herzen annimmst. Auf den König der Münzen fliegt mit Sicherheit auch noch ein Impuls. Da haben wir einen Menschen mit immenser Ausstrahlung, jemand, der dir Wärme schenkt, jemand, der sehr verlockend für dich ist, ja. Kann aber auch jemand sein, eine weibliche Person mit einer sehr männlichen Strahlkraft, was dir hier gerade wirklich Power gibt. Jemand, der sich manchmal auch noch so ein bisschen durchschlängelt, vielleicht schlängelst du dich auch mit ihm gerade noch so ein bisschen in Richtung Erfolg. Ich nehme es jetzt gerade nicht so wahr. Es kann natürlich ein Hinweis sein, dass es dir Kraft gekostet hat, aber dich in die Heilung gebeamt hat, dass du dich hier von ihm distanziert hast, weil er noch in einem Techtelmechtel oder in einer Partnerschaft war. Generell nehme ich das aber wirklich als eine sehr starke Heilung wahr. Heilung deiner männlichen Energie ebenfalls, Heilung deiner Sicherheit und Stabilität in dir. Du legst komplett die alte Haut der Vergangenheit hier ab. Was ist die künftige Tendenz? Wie geht es für dich weiter? Was ist die künftige Tendenz? In welche Richtung wird es für dich als Wassermann hier gehen? Eins, zwei, drei. Okay, das ist spannend. Also, wir haben hier den Ritter der Kelche, was einfach bedeutet, okay, hey, hier kann wirklich jemand liegen, der genau die gleichen Werte verbindungsmäßig pflegt, wie du es tust, sodass du dich hier wieder öffnest. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Hier steht erstmal eins und das ist wirklich Nachdenken über Liebe, Nachdenken über das, wie du dir vielleicht auch einen Partner vorstellst.
geldtechnisch nachdenken, wie pflegst du deine Werte? Du wirst weiter daran arbeiten. Du wirst daran arbeiten, dass du in Frieden kommst mit dem, was nicht funktioniert hat. Du räumst immens emotional auf, du bist doch kurz vorm Ziel. Aber schau noch mal hin, wo fehlt dir gerade die Lust? Vermutlicherweise reicht dir das Leben immer wieder Einladungen und irgendwie ist da so ein gewisser Frust. Irgendwo sagst du dann und sendest wirklich aus, das will ich nicht. Ich lehne das gerade ab. Ich lehne die Liebe ab. Ich lehne das ab, obwohl dir das Außen hier gerade so viel gibt. Mit der Information, die ich dir gerade gebe, kannst du es jetzt anders machen und kannst dich einfach wieder öffnen oder mal hinschauen, wovon bist du auch gerade müde? Wo hast du keine Lust mehr drauf? Was darf denn jetzt hier passieren? Wo sind die ganzen Überraschungen in deinem Leben? Die schönen Momente und es gibt sie. Es gibt sie. Und wenn du mir jetzt sagst, gibt es nicht, dann tu einfach mal so, als würde es sie geben. Was wäre es denn dann, was schön war? Du machst dich auf eine neue Reise. Du wirst hier dich auch hiervon distanzieren, von den Geschichten, die nicht funktioniert haben, vermutlicherweise in Bezug auf einen Gegenüber. Das muss nicht die Liebe sein, aber ich nehme es schon wahr, dass es ein Mensch war, mit dem du wirklich hier in Verbindung standest. Ob das beruflich oder privat war, weißt du am besten. Aber du distanzierst dich davon. Das heißt, du knüpfst hier an der Vergangenheit an und vollendest diese Aufgabe, die dir dort gegeben wurde. Und woran arbeitest du weiter? Du bist kurz vorm Ziel, wirklich, und du hast schon viel gearbeitet. Du bist auf dem richtigen Weg. Mach weiter, lautet meine Intention. Und das ist hier eine Einladung. Du blühst nämlich dabei auf. Du wirst sehen, wenn du dich hier weiterentwickelst, wenn du weitermachst oder auch ein Projekt hast, wo du sagst, yes, und jetzt habe ich die Kraft, genau daran weiterzumachen. Vielleicht ist es die Heilung, vielleicht ist es die Spiritualität, das Verschönern im Innen und Außen, aber auch, vielleicht arbeitest du auch daran, dich für die Überraschungen des Lebens zu öffnen. Für einen Teil von euch hat es hier etwas damit zu tun, wirklich beruflich gesehen, also auch hier nochmal die Arbeitskarte. Dass du hier vielleicht auch eine berufliche Einladung bekommen wirst. Eine Einladung auf, ich reise in die Ferne, ich entdecke vielleicht meine andere Arbeitsstätte, ich reise zu Kunden und dass du auf dieser Reise Heilung in dir fließen lässt. Wir gucken uns mal auf die vier Kelche, gibt es zwei. So, und da haben wir das Geheimnis. Ha! Das ist dein Schlüssel. Die Lösung liegt darin, dass es hier ein Geheimnis gibt. Geheimnis, was finanzielle Dinge angeht, aber auch Emotionen und Gefühle. Und welchen Schleier darfst du jetzt ablegen? Wo darf sich der Schleier lüften? Da werde ich jetzt gleich reingucken, wo die Unklarheit ist, wo die Klarheit wieder einziehen darf. Ich schaue mir auch noch mal genau an, von welchem Geheimnis wir hier reden, wo jetzt mit Sicherheit das Geheimnis an die Luft kommen wird. Und vielleicht hat es etwas mit dir im Inneren zu tun. Vielleicht wehrst du dich noch ein bisschen, weil du ganz genau weißt, von welchem Geheimnis ich spreche. Und du willst noch gar nicht so richtig, dass es rausgeht. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt, freue mich auf die Erweiterung. Und du kannst gerne jetzt mit hinzukommen. Klick einfach auf den Link. Und ich freue mich, egal ob du mich gleich nochmal in der Erweiterung siehst und oder in den Rauhnächten. Oder. Ich freue mich, wenn sich unsere Wege kreuzen.